Und damit hallo und herzlich willkommen zu Staxel. Ja, das Spiel ist heute am 23. September erschienen, kostet im E-Shop 19,99. Wer es vorbestellt hat, hat bezahlt 14,99. Es ist, ja, wie soll man sagen, eine Mischung aus Harvest Moon, Minecraft und irgendwo alles zusammengemischt. Gibt's schon länger auf dem PC, aber wir sind jetzt hier endlich in der Nintendo Switch-Version. Und ich drücke einfach mal A zum Starten. Und natürlich, oh, jetzt kommt auch Musik. Deutsch. Automatisches Speichern nehmen wir auch gerne an. So, wir gucken mal kurz, was gibt's denn für Einstellungen. Vibrationsstärke. Ja, wir hauen natürlich volle Granate rein. Grafik. UI-Außenrahmen, ne, brauchen wir nicht. Steuerung. Brauchen wir auch nicht. Musik ist automatisch schon etwas kleiner, das passt. Das Spiel ist übrigens von Plukit. Und Einzelspieler, neue Welt. Lassen wir mal Standard. Farmhäuser lassen wir auch mal. Okay. Loading. Das Spiel ist im Deutsch. Ah, hier steht's Englisch. Na gut, Loading hat sich ja auch schon eingedeutscht, ne? So, Name Cordy. Danke, dass du das schon übernommen hast. Spezies. Wo ist jetzt eigentlich mein Cursor? Okay. Jo, wir bleiben mal da. Aber ich wäre lustig. Ja, so viel verändert sich da nicht, ne? Ja, wir bleiben da, aber... Ach, das ist Hautfarbe. Okay. Ah. Ja, ich hätte gerne eine andere Haarfarbe. Nehme das. Nee, halt. Ich merke schon, ich mach's heute wie Gronkh. Charaktererstellung kriegt ein eigenes, eigene Folge. Hahaha, nee, Spaß. Nee. Ach, ich muss, wo ich es gerade sehe, ich muss erwähnen, das Spiel ist, hat eine Voxel-Grafik. So, das habe ich gesucht. Ja, das habe ich ja auch wieder nicht. Ich meine, ich habe lange Haare, aber... Ja, nee. Ach, wisst ihr was, wir nehmen einfach das. Augen. Ja, unter den Haaren erkennt man da jetzt eh nicht so viel. Ich glaube, wir nehmen das. Nächster Abschnitt. Oh, ja. Jo, das sieht gut aus. Was für eine Hose nehmen wir dann? Ja, Schottenrock? Nein. Ich glaube, wir nehmen stinknormale... Oh, cool. Ja, nehme ich in Blau. Tja. Schuhe. Schuhe. Wir nehmen Schuhe. Weiter. Akzeptieren. Benutzen, Blocker, bla 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 bla. Ach. Wir springen auch. Cool. Hat einmal geladen, das war's. So, soviel zum Thema. Ernten. Ich habe eine Eiche. Ah, das klingt schon wieder so verkehrt. Okay. Das ist super. Ja, okay. Hier kann man also nichts machen. Hä? Das wollte ich gerade sagen, hat er die Welt nicht geladen? Nein. Schlafen. Oh, da ist sogar ein Klo. Drücke A, um vom Stuhl aufzustehen. Aha. Auch nicht schlecht. ZR schließen. Ah, stand ich etwa im Weg? So. Oh. Farmfan? Nein. ich glaube, mit der müssen wir reden. Hallo, du bist Cordy, richtig? Willkommen bei Staxel. Ich bin Farmfan. Bürgermeister Max hat mir verraten, dass du hergezogen bist, um die alte Farm zu übernehmen.
Sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du daraus zaubern wirst. Ich habe ein kleines Willkommenspaket für dich zusammengestellt, aber in all der Aufregung habe ich es im Laden vergessen. Könntest du es beim Gemischtwarenladen abholen? Wow, danke, na klar, oder alles klar, ach komm, nimmer. Prima, es sollte bei Live sein. Wenn du ihn finden willst, musst du nur auf die Karte schauen. Danke für die Infos. Drücke zum Sprinten L. Alter Nief, kannst du auch zweimal schneller vorne tippen. Man sollte vielleicht auch einfach den Ton vom Handy ausschalten. Wenn im Raum der auch kommt. Achso, das hatten wir auf. Okay. Ach ja, wie geil ist das denn? Ah, da ist Live. Also das nenne ich doch mal eine geile Karte. Und warte mal, Y. Gemischtwarenwagen, ja. Okay, plaudern. Du findest Leistgeschäft in der Stadt. Es ist das große blaue Gebäude in der Nähe des Stadtzentrums. Und denk dran, du kannst jederzeit die Karte ansehen, wenn du dich verirrt hast. Du weißt doch noch, wie das funktioniert, oder? Na sicher. Lass mich einfach in Ruhe. So, okay. Man kennt mich ja, ich und Karten. Ich und Orientierung, so rum war's. So, aber so, ganz kurzer Ersteindruck. Ist farbenfroh. Es ist ein bisschen Minecraft. Ich mag's. Ziehen. Okay. Ich kann einfach Blumen rausroppen. Nee, das lassen wir mal. Was bist du? Auf jeden Fall kann ich mit dir nichts machen. So, wir bleiben auf dem Weg. Und schauen einfach mal. Zip. Ich finde die Karte toll. Und ja, wie gesagt, Voxel-Grafik. War mir noch nie so geläufig, aber... hat was. Okay, da läuft einer rum. Ich tippe mal, ich bin hier richtig. Warte mal, nehmen wir mal die Eichel aus der Haare. Das klingt wieder verkehrt. Ey, live. Ey, hier geblieben. Ist ja cool. Ich kann so einkaufen. Oh, blöd nur, dass ich keine Kohle habe. Ja, ich stehe auch immer auf dem Tresen. Komm, hey. Hallo, mein Name ist Live. Ich betreibe den Gemischtwarenladen. Du musst Corti sein. Nein. Farmfan hat mir alles über dich erzählt. Sie hat dieses Warum ist das so ein schweres Wort? Willkommenspaket für dich zusammengestellt. Aber sie ist bisher noch nicht zurückgekommen, um es abzuholen. Hacke, Schaufel, Gießkanne. Mehr sehe ich nicht. Darin sind ein paar Werkzeuge und Samen, damit du gleich loslegen kannst. Ach, guck mal, jetzt geht's weiter. Ah, jetzt habe ich Geld. Blütenblätter. Okay. Ich bin sicher, Farmfan wird es dir erklären, wie alles funktioniert. Komm jederzeit gerne vorbei. Das Angebot wechselt täglich. Also findest du bestimmt etwas, das du gebrauchen kannst. Ach, guck mal, ihre Emotionen werden über einen Namen angezeigt. Das ist... So, warte mal. Habe ich eigentlich Inventar? Inventar. Ach, guck mal. Also, wir haben einen Stapel wählen, du kommst runter. Eine Hacke. Eine Schaufel, um Erde umzugraben. Boden zu pflügen. Lade es auf, um man kann. Ach, guck mal, bei Stardew Valley musst du sowas jetzt freischalten. Ein Werkzeug, um deine Pflanzen zu bewässern. Gedrückt halten, um schneller zu bewässern. Auch wieder. Bei Stardew Valley muss ich sowas freischalten. Kartoffelsamen. Wird in 5 Tagen im Frühling, Sommer und Herbst. Cool. So, muss ich jetzt eigentlich wieder zurück zu Farmfan? Ja, die steht natürlich noch bei meinem Haus. Oh. Ach, stimmt ja. Ich kann ja rennen. Aber funktioniert das auch so? Ja, funktioniert auch so. Plaudern. Willkommen zurück, Corti. Wie ich sehe, du hast ein Willkommenspaket bekommen. Wir sollten jetzt besser mal ein paar von diesen Samen einpflanzen, bevor es zu spät wird. Was hältst du davon? Wir sollten jetzt... Ja,
Klar. Es ist super einfach und du hast schon alles, was du dafür brauchst. Gib mir Bescheid, wenn du diese Samen eingepflanzt und gegossen hast. Wenn eine Hacke... Ja, das ist klar. Einzupflanzen, vergiss nicht, ihn jeden Tag zu gießen. Wenn du eine Pflanze ausfüllst, wird dir mit Hilfe der grünen Umrandung angezeigt, dass sie bereit für die Ernte ist. Drücke einfach ZR oder ernte sie mit einer Sense. Ja, ganz so. So, aber warte mal. Das ist jetzt meine Farm hier, oder wie? Jo. Okay, nee. Warte mal, ich habe 5 Stück, also. Oh, ZL. 2, 3, 4, 5, oder? Ja, Mann. Oh. Da, so. Mensch. Falscher Knopf schon wieder. Okay, ich muss mich erst dran gewöhnen. Aktionen sind hier mit ZL. Warte mal, hatte ich nicht... Ach, lassen wir das. Untersuchen, die Samen wachsen. Achso. Zack, zack. Ach, guck mal. Wenn ich gedrückt halte, kann ich auch... Jo, das läuft. Aber was bist du? Kann ich dich nehmen? Ne. Komm her, mach dich nass. Schade, geht nicht. Muss ich die auch nicht ausfüllen? Auffüllen? Platzieren das ZL. Kann ich das nicht irgendwie tauschen? So, aber ja, mit diesem Umriss, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Du bist ein Naturtalent. Pflanzen brauchen eine Weile, um zu wachsen. Also sollten wir sie jetzt erstmal in Ruhe lassen. Vergiss allerdings nicht, sie jeden Tag zu gießen. Du möchtest schließlich nicht, dass sie verwelken oder noch schlimmer, vertrocknen. Wo wir gerade dabei sind, ich habe diese Steckrübe gefunden. Warum verkaufst du sie nicht für mich? Wo soll ich die verkaufen? Du hast sie vielleicht vorhin auf deinem Weg zu Lives Laden gesehen. Was? Die Murmelhändler in der Stadt kaufen alles, was du verkaufen willst. Finde sie mit Hilfe deiner Karte und verkaufe ihnen diese Steckrübe. Ich werde nur zum Markt konsumieren, wenn du Steckrübe verkauft hast. Preise kannst du dir kaufen und verkaufen. Verkaufsboxen. Okay. Muss ich jetzt in den Laden oder was? Warte! Steckrübe an die Händler verkaufen, so. Ja, das ist jetzt kaufen. Ach, Verkaufsboxen. Okay. Miau, miau. Ja, toll. Warte, ist vielleicht hier eine drin? Bitte kauf was. Irgendwas. Ich glaube, da ist jemand verzweifelt. Ah, Sell, da. Platzieren. Du sollst... Achso. Hä? Stelle ich mich jetzt wieder... Oh, ups. Ja, also platzieren. Achso, oh. Echt jetzt? So, gut gemacht, Corti. Alles, was du findest, fängst, anpflanzt oder herstellst, kannst du für ein paar Blütenblätter an die Händler verkaufen. Ich glaube, das ist auch schon alles, was ich dir heute beibringen wollte. Wow, und es ist erst Mittag. Du lernst aber schnell. Nur noch eine Sache. Denk dran, regelmäßig nach Post in deinem Briefkasten vor der Tür zu schauen. Von Zeit zu Zeit findest du darin Briefe von mir und einigen der anderen Dorfbewohnern. Möglicherweise hast du ja jetzt schon Post bekommen. Ich werde mich bald bei dir melden. Bis bald, Corti.
Ja, komisch, dass ausgerechnet zufällig jetzt natürlich da so ein Briefchen aufploppt. Warte mal, wo ist überhaupt mein Zuhause? Ich renne doch schon wieder in die komplett falsche Richtung. Ne, oder? Ach. Ihr wisst das ja, ich und Orientierung, ne? Guten Tag, wer bist du eigentlich? Wow, da hätte ich dich ja beinahe überfahren. Du musst neu in der Gegend sein. Ich bin Eris. Skateboards und Käfer sind mein Ding. Besuch mich irgendwann mal. Hast du ein Skateboard? Ich sehe da jetzt. Lassen wir das. La 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 la. Interagieren. Glückwunsch. Deine Insel wurde zufällig bei unserer letzten Lotte. Möge der Ding. 10 Blütenblätter. Ja, eben klingelt er. Ach, lassen wir das. Achso, deine Insel. Die zufällig. Ach ja. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Ach, jetzt gehen die Türen plötzlich von selber auf. Dann schließen muss ich es. Ne, toll. So, ich würde sagen, dann legen wir uns jetzt erstmal hin. Morgen müssen wir ein bisschen. Na, wie heißt's? Gießen gehen wieder und dann sehen wir mal, was sonst noch so erwartet. Freut euch auf die nächste Folge. Die gibt's nämlich fast gleich im Anschluss. Und ich sage trotzdem, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.